Welche Unterschiede gibt es zwischen Uni und FH? Zu den FHs zählen, es ist zum einen praxisorientierter, man lernt also was für den Job. Die Gruppen sind viel kleiner, es ist also viel persönlicher und man hat mehr Kontakt zu Professoren und Professorinnen, man kann direkt Fragen stellen und eine Beziehung schon aufbauen für das spätere Berufsleben. Der Stundenplan ist meistens schon vorgegeben, man hat weniger Freiheiten und weniger Wahlfächer. Meistens sind die Fächer und Vertiefungen an FHs rechtsspezifisch. Also es ist gut, wenn man weiß, was man machen will und eher schlecht, wenn es dann doch nicht das Richtige sein sollte. Man hat eher so das Schulfeeling. Zu den Unis zählen, es ist meist theoretischer, man lernt mehr Konzepte und ist mehr in der Forschung. Die Gruppen sind viel größer, wodurch es anonymer wird. Genauso wie der Kontakt zu Professoren und Professorinnen, wodurch es schwerer ist, Fragen zu stellen und es an sich ein bisschen distanzierter ist. Der Stundenplan hingegen ist sehr frei. Man kann selber entscheiden, was man machen möchte und hat sehr viele Wahlmöglichkeiten. Die Fächer an Unis sind meistens allgemein gehalten, also schlecht, weil man viele uninteressante Sachen lernen muss, aber gut, um viel Offenheit sich noch zu bewahren. Man hat dieses College-Feeling, wie man es aus dem Film kennt. Für was entscheidet ihr euch? Verpasst nicht das nächste Video, wo ich meinen Wechsel von FH zu Uni thematisiere.